So, hallihallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 6, 7, 8. Folge Nummer 8 auf der Merlo. So, wir haben in der letzten Folge angefangen hier zu dreschen, haben das Ganze dann unserem Helfer übergeben mit unserem Nagelneuen John Deere Drescher. Ich hoffe, der macht den nicht gleich kaputt, aber mehr kaputt machen als ich kann er eigentlich auch nicht. Und wir sind mit dem Deutz hier unterwegs und sammeln das Stroh ein, welches wir uns auf Lager packen. Um erstmal zu haben. Weil haben ist ja erstmal besser als brauchen, generell. So. Ich glaube, das sage ich auch in jeder Folge, ne? Also es wäre mal gut, wenn wir Geld mehr haben als brauchen. Aber vielleicht kommen wir da auch noch irgendwo hin. Weil den Lagerbestand, den ich verkauft hatte, das hat, ja, doch so bummelig 200.000 gebracht. Allerdings haben wir 300 noch was für den Drescher bezahlt. So, und jetzt kommt Pi ins Spiel. Was ist da schiefgelaufen? Warum haben wir nicht mehr Geld? Wir haben doch 200.000 eingenommen und 300.000 ausgegeben. Wo sind denn die 7.000, die wir noch haben müssten? Was? Ach, guck mal, er ist fertig. Na, ist doch wunderbar. Dann kann er gleich aufs nächste Feld. Und das nächste Feld, ich sage immer, das ist einfach. Ja, weil mein Plan ist nämlich, dass, wenn das jetzt hier fertig ist, das Ganze zusammenzulegen zu einem. Bietet sich ja an, ne? Weil die liegen so schön zusammen und so weiter. So, wir machen den hier erstmal einmal leer, weil auf den anderen Feldern ist nämlich Gerste drauf. Also müssen wir das hier einmal abbunkern. Das ist so ein schöner Gerät. Ich glaube, da haben wir gut investiert. Nur was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieses Licht hier... warte mal, wie war das? Also irgendwas war mit dem Rücklicht nicht in Ordnung. So standardmäßig. Wie war denn das nochmal? So, glaube ich, ne? Ja, guck mal. Weil das ist nämlich verrutscht. Da, das Rücklicht. Siehst du das? Von hier sieht es gut aus. Aber von hier nicht mehr. Während das hier in Ordnung ist. Bisschen schade, ne? Ist Standard. Ist ein Standardgerät. Gut, passiert. Meine Güte. Gibt Schlimmeres, denke ich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier am dümmsten machen. Ja, eigentlich erstmal Feld für Feld, oder? Ja, wir machen erstmal Feld für Feld. Und dazu setzen wir dann hier wieder den Helfer an. Dann können wir nämlich die beiden Anhänger schon mal auskippen fahren und dann weiter Stroh sammeln. Ja, und ich finde nach wie vor, dieses Gespann finde ich nach wie vor ziemlich geil. Das passt. Ja, 91 Euro Lohnzahlung. Pff, easy peasy, Pillepalle, Peanuts. So, wie sieht's aus hier? Da kommt was. Hier nicht. So, Abfahrt. So, dann nehmen wir die nächste Hofeinfahrt. Er hat aber auch ein bisschen zu poolen jetzt hier, ne? Also so leicht ist die Ernte nicht da hinten drin. Dann müssen wir einmal die Gerätschaften wechseln. Erst auf den vorderen Anhänger, dann auf den hinteren Anhänger. Dann können wir nämlich beide gleichzeitig abkippen. So, I und Anhänger wechseln und I. Müssen halt beide im Träger stehen, ne? Und dann läuft das. So, Weizen. Naja, um die 20.000, war? Na, ist doch bestens. Und die Gerste können wir dann, ja, könnten wir erstmal einlagern und auf einen guten Preis warten oder direkt verkaufen. Müssen wir gleich mal gucken, dann nachher, wie der Preis ist. Ansonsten, die Gerste kann sozusagen weg, ne? Weizen heben wir uns auf für die Hühner. Aber Gerste kann theoretisch dann weg. Ja, da kommt bestimmt nichts. Gestern kam ja da auch nichts. Und vorgestern... Oh, ein Mischer. Ich bin falsch. Nein, ich bin richtig. Ich wollte hier lang. So, jetzt rechts. Das ist die kleine Örtlichkeit hier.
Finde ich schick gemacht, ne? Finde ich echt gut hier. Ja, mappen kann der Richie schon. Ist halt immer Geschmackssache, ne? Viele sagen, es ist zu grün. Andere sagen, ach, nö und so. Also ich, meinen Geschmack trifft es immer. Ewigkeiten habe ich jetzt auf der Provence verbracht. Bis jetzt halt die Merlot rauskam, ne? Habe mich auch sehr, sehr, sehr drüber gefreut. So. Den lassen wir stehen. Ach ne, komm, wir tanken einmal ab, wo wir gerade hier sind. Ach, da hinten hätten wir ihm vielleicht ein Angstgewände ziehen sollen. Na, können wir später noch machen. Alles gut. So, jetzt muss ich aber gleich wegdrehen hier. So. Juti, lassen wir den wieder hier stehen. Und dann schnappen wir uns Emsebremse hier. Und los geht's. Die Stoppeln habe ich mir persönlich angepasst, ne? Das hat mit der Karte nichts zu tun. Das sind die Fruchttexturen von Forgotten Plants. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, ne? Bin mir jetzt nicht so sicher. Das sind die Fruchttexturen von Forgotten Plants und das in Reihe gestellt und so weiter. Das habe ich mir in der XML angepasst. Wie im 17er ja auch schon. Ich mag das lieber leiden, ne? Wenn das so in Reihe steht und so. Ist auch immer eine Sache der Performance, ne? Ich denke, das wird auch der Grund sein, warum das bei Giant Standard nicht so ist. Es ist ja möglich, durchaus. Aber wird wieder eine Sache der Performance sein, ne? Und das frisst wirklich Performance, muss man ganz ehrlich sagen. So, voll. Der erste Anhänger. Hup, hup. So, wie sieht's aus? Da kommt wer? Da kommt nix. Dann können wir, ne? So, gleich hier wieder links rein. Ach, da fällt mir ein. Pi hatte gefragt, wie das mit dem Radio funktioniert. Das werde ich ihm gleich mal schicken. Wie das mit My Own Radio funktioniert. Wollte noch wissen. So, I. Da. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich meine, dafür, dass das sozusagen nur ein Abfallprodukt ist, ne? Ist es ganz okay. Ich meine, wir kriegen dafür 120 pro 1000. Das heißt 60 mal 120. So, und also 60.000 mal 120. Jetzt seid ihr... Nee, warte mal. 60.000, nicht 60 mal 120. Genau. 60 mal 120. Sind so um die 6.000, oder? 7.000. 7.200 oder so? Mal jetzt ganz... Ich habe keine Ahnung jetzt. Weiß ich nicht. Puh. Das hätte aber fast gerappelt mit deinem komischen A6 da. Was macht eigentlich der Helfer? Er hilft. Der Helfer hilft... Was? Okay. Ist egal. Ist egal. Dann sammeln wir das da halt auf. Wenn sonst nichts ist. Ja, jetzt fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Na bitte, geh doch. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Guck mal, wie er immer tastet, ne? Ja, und hat es trotzdem nicht geschafft. Guti. Ey, wo? Hä? Ich dachte, ich habe schon das Lenkrad übernommen. Der Helfer ist noch da. Was macht denn jetzt? Ich schwöre, ich mach nix. Hä? Hä? Ach, der will auf dieses Feld. Oder? Ja, wow, 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 wow.
Wow, wow. Wow, wow. Okay. Alles gut. Können wir machen lassen. Ne? Immer alles gut. Wir trinken ein bisschen Tee. Was ist so eine Art Beruhigungstee? Was ist da Hausmutterrezept? Habt ihr da irgendwas? Könnte ich jetzt, würde ich jetzt. Ich würde drei nehmen. Dann fragen sich die Leute, warum man sich über den Helfer aufregt, oder? Aber ich meine, gut, er wollte ja nur nett sein. Er hat halt gesehen, ja, ich bin hier ganz schön dicht an der nächsten Frucht dran, ne, als er hier diese Bahn hier auch von diesem Feld die letzte hatte. Aber warum fährt er dann bis da vorne nur? Warum mitten im Feld fängt er an? Sozusagen, ne? Ist das wegen dem Baum oder? Also ich meine das wirklich ernst, ne? Ich möchte das wirklich gerne wissen. Ich möchte doch einfach nur diesen Helfer verstehen. So, Prost. So, nochmal zurück. So. Und larsamer. Wie die Altbayern zu sagen pflegen. Lar. Gut, dann setzen wir hier einfach wieder den Helfer an. So, mach mal runter. Und Taste H wie Honk. Helfer. H wie Helfer. So, ich sammle einfach ganz in Ruhe weiter ein. Als wäre nichts gewesen. Hör dabei ein bisschen Radio. Alles ist schön. Schön. Ich bin gespannt, wie es auf dieser Karte weitergeht. Ehrlich. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt, ob es da noch irgendwie... Weiß ich nicht. Also, ich vermisse nichts oder so, ne? Aber ich bin trotzdem gespannt, ob es da noch irgendwie Updates gibt oder so. Was dem Ritchie noch alles so Schönes einfällt. Weil meistens sind die Ideen und Umsetzungen gut von ihm. Daher, also ich vermisse jetzt nichts, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sage, Mensch, Ritchie, kannst du da mal jetzt mal vielleicht mal so ein Update vielleicht mal bringen, endlich mal? Ne? Also, es funktioniert ja alles, es läuft ja alles. Er hat auch die Silage in die Scheune eingetragen oder in die, ja, in die Scheune, glaube ich. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das fand ich echt cool. Fand ich richtig gut. Obwohl ich habe nichts gesagt, ne? Ich habe nur gesagt, ja, Silage können wir nicht, weil wir haben die BGA nicht. Bups, im nächsten Update Silage bei der Mühle. Hä? Woher? Also, woher? Fand ich richtig gut. Oh, jetzt passt die Musik aber so langsam zur Karte hier, wa? Jetzt so einen kleinen Cocktail im Liegestuhl. Vielleicht so einen kleinen Affenfinger im Mund. Ha! Eine Hawaii-Kette um den Hals. Und im Deutsch sitzen. Den Liegestuhl natürlich in Deutsch gestellt, ist ja klar. Weil wir müssen ja schaffe. Da sehe ich ganz viel. Mit Glück kommt da aber nichts. Dann kippen wir das hier schon mal ab und dann gucken wir mal, was der Helfer da hinten macht. So. Helfer, wo bist du eigentlich? Das sieht ja ganz gut aus, ne? Außer da hinten wahrscheinlich. Da wird er wieder, weil da hinten ist so ein bisschen ungerade. Aber alles ist gut. Das kriegen wir dann auch noch hin. Abtanken können wir jetzt nicht. Machen wir, wenn er wieder hochkommt. Juti, fein. Es läuft doch. Es läuft doch. Lass mich mal kurz gucken. Wie sieht es eigentlich danach mit den Feldern aus? Hier, genau. Müssen wir da flügen? Nein? Okay. Dann kalken auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir werden hier das Ganze so verbinden. Hier einmal so rüber, hier rüber, das hier weg.
Dann haben wir nämlich ein Feld. Ich glaube, das ist ganz cool. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie sieht es hier eigentlich aus. Und das sind auch alles verschiedene, ne? Amir, Philipp, der war doch eben schon mal, ne? Ja, das ist ja wie Memory hier. Weil, wenn du nämlich bei Philipp, ich glaube, das ist tatsächlich immer noch so, dass man Geld spart. Ich glaube, ich weiß es nicht so genau. Wisst ihr das? Also, jetzt mal ohne Witz, wenn das einer weiß oder so, vielleicht ist ja noch einer da. Ich meine, wir sind längst über die Sendezeit, aber wenn das einer weiß, ob das immer noch so ist, möge er mir das bitte sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob das immer noch so ist, dass, wenn ich für jemand bestimmtes Feldaufträge mache, ob dann eine Parzelle günstiger wird oder so, ne? Besitzer von Feld 15. Besitzer von Feld 15. Ach da. Das ist die Frage, ne? Also, wenn das wirklich, wenn das jemand weiß, gerne, gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr drüber freuen. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen von dir freuen. Wirklich. Und ich würde mich auch eigentlich noch mehr freuen, wenn es dir ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja? Wenn es ein bisschen Spaß gemacht hat, habe ich das erreicht, was ich wollte. Denn mir hat es auch Spaß gemacht. Ne? Also, Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen, erholsamen Tag. Macht das Beste draus. Und ja, bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.